Hallo liebe Zuschauer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Sendung Kurz vor 12 mit dem Thema Rauchen lohnt sich nicht. Wer kennt Sie nicht, die Raucher? Sie rauchen ständig. Die meisten glauben, wenn sie rauchen, haben sie keine Langeweile. Erst nach und nach wird das Rauchen zur Sucht. Mehr dazu sehen Sie den folgenden Beitrag. Was als Zeitvertreib anfängt, führt für viele in die Sucht. Kinan Gül spielt Sportwetten und raucht eine Zigarre. Er kennt dieses Gefühl. Das ist nicht gesund, das weiß ich schon. Aber das ist eine Gewohnheit. Heidi Galinski ist Mutter und 46 Jahre alt. Sie hat mit 16 angefangen zu rauchen. Wieso ich angefangen habe? Naja, damals war eine Clique, alle haben geraucht und ich habe auch mitgeraucht. Das Rauchen ist ein Giftstoff und verursacht Krebs, erklärt der Arzt Hans Rakowski. Nikotin ist der Inhaltsstoff, einer der Hauptinhaltsstoffe vom Zigarettenrauch. Und das hat Wirkung auf Gefäße und auf das allgemeine, ja, auf ein allgemeines Empfinden. Und manche Menschen finden das schön, die nehmen das als Genussstoff. Aber es ist auch ein Giftstoff für die Gefäße hauptsächlich. Und das ist das Problem, wenn man viel Nikotin nimmt, nimmt man viel Gift zu sich. Richard Müller ist heute Rentner. Wie hat es bei ihm mit Rauchen angefangen? Mit 40 Jahren habe ich angefangen zu rauchen. Vorher habe ich nie geraucht. Das kam dadurch, dass die Töchter anfingen zu rauchen. Um die zu ärgern, fing ich an, Zigarre zu rauchen. Ich habe 3 Töchter, aber die haben inzwischen aufgehört, aber mir fällt es schwer. Ich rauche jetzt 2 Zigarren am Tag. Nee, mir nicht. Das ist vormittags und nachmittags eine, so zum Spazieren gehen. Aber zu Hause wird nicht geraucht. Nee. Ist nur draußen, 2. Das war es eigentlich. Laut einer Statistik des Bundesamtes für Gesundheit rauchen in Deutschland rund 44% der über 18-Jährigen. Täglich werden rund 263 Millionen Zigaretten konsumiert. Nach neuesten Zahlen weiß man, dass viele, die nicht rauchen, an den Folgen des Rauchens leiden. Immer mehr Leute beziehen klare Positionen gegen das Rauchen. Einer davon ist der Sportler Christopher Reucher. Ja, weil ich als Sportler komplett dagegen bin, weil es für die Fitness nicht gut ist und auch generell für die Gesundheit nur schädlich ist. Meine Eltern haben geraucht und haben dann auch aufgehört, weil es auch nicht gut für die Gesundheit ist. Weil es ist Geldverschwenderei und tut der Gesundheit gar nicht gut. Es gibt viele offizielle Initiativen inzwischen gegen das Rauchen, wie zum Beispiel das Rauchverbot in Gaststätten. Aber damit ist das Problem nicht gelöst. So, liebe Zuschauer, hiermit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen und wünschen Ihnen somit alles Gute. Rauchen Sie nicht, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.